Ah, ich wollte Ding. Was mache ich? Chroma 2 oder Fallschirmkiste? Aber Chroma 2. Immer noch die Hoffnung auf ein Knife oder irgendwas Nices. Ein Knife oder irgendwas Nices. Jo, es wird leider nichts Nices. Wird eine Bronze-Deko. Ist in gutem Zustand. Minimal Wear. Ah ja, dann nehmen wir die doch glatt. Ja. 2A to B1 mit, I'll go A. I'll go A to. Was macht ihr eigentlich so in der ersten Runde? Kauft ihr dann Rüstung oder... Kauft ihr eine Pistole oder kauft ihr Granaten? Würde mich auch mal interessieren. Also am Anfang habe ich immer Rüstung gekauft, dann habe ich immer eine Pistole und eine Granate gekauft und jetzt tendiere ich gerade wieder immer dazu, eine Rüstung zu kaufen. Könnt ihr mal reinschreiben, was ihr dann so macht. Oder ob ihr Full Echo macht vielleicht, um dann möglichst schnell eine AWP zu kaufen oder irgendwas. Unspot. Hat mir direkt so einen miesen Handy gedrückt. Good job. Nice. Puh, erste Runde ist gewonnen schon mal. War auch wahrscheinlich ein bisschen Luck dabei. Also der eine Headshot hat mir schon richtig reingeknallt. Und was macht ihr, wenn ihr gewonnen habt? Kauft ihr dann direkt MPs, kauft ihr erst MPs? Es wurde empfohlen, eigentlich erst MPs zu holen. Aber ich tendiere immer mal dazu, jetzt gerade auf so Maps oder so, wenn ich bei A stehe, wo ich ein bisschen auf Range gehe. Ja, das heißt, ich gehe ja nicht wirklich auf Range, aber nein. Ihr wisst vielleicht, was ich meine, einfach in der Hoffnung, dann doch noch den einen oder anderen mehr zu holen. Aber wenn dann natürlich geklatscht wird, Main, wie jetzt zum Beispiel, ich kriege hier so einen derbsten Headshot rein. Squeaky one. One is under you. Oh fuck. Oh, das ist jetzt die Position gewesen, ey. Und dann habe ich nicht mal einen umgenutzt. Alter. War jetzt ultra peinlich. Ja, in dem Fall wären MPs natürlich direkt besser gewesen, ja. Entweder UMP oder direkt die M4 oder AK. Ja. Ja, Kevlar kann dir halt schon auch mal richtig das Leben retten. Klar, wenn du ein Handy kriegst, kriegst du ein Handy, aber... Und die Pistolen auf der Elo sprayen halt auch noch viele. Und dann kann einem das schon mal das Leben retten. Jetzt haben die natürlich Waffen und wir haben das voll abgeburnt, deswegen wäre es eigentlich wahrscheinlich besser gewesen, MPs zu kaufen. Oder halt einfach, weiß ich nicht, ein paar töten, anstatt einfach direkt zu sterben, wie ich es gemacht habe. Okay. Dann gucken wir mal, wie es sich entwickelt. Midsteps. BBB. One is coming behind balcony. Oh, das wird dreckig, das Spiel. Ich sehe schon. Das boosten die sich bestimmt ganz hoch. Ich hätte mir definitiv jetzt gerade noch nicht mit meinem frühen Morgen-Aim, hätte ich mir noch keine M4 holen dürfen in der zweiten Runde. Das war dumm.
Und wahrscheinlich mit der P90 noch mehr gerissen. Aber gut. Man lernt aus seinen Fehlern. Ich hoffe, ich lerne aus. Am besten morgens gar nicht mehr CS zocken. One is main. It's A. Nice. Ja, das sind jetzt noch die Echos. Das ist schon gut. Jeden Kill, den wir holen. Ist gut und wichtig. Aber im Endeffekt, ja, machst du da eigentlich dann nichts. Eigentlich. Oh, du kriegst eine Klatsche wie ich. Läuft. Jetzt können wir kaufen. Aber dann lasse ich mal offen. Aber ich gehe jetzt mal. Maybe main. Squeaky. What the fuck ist da das war, oder? It's A. On spot. Alter. Jetzt Uprank Game wahrscheinlich oder spiele ich so wirklich so abgefuckten Zeitloop oder sind die anderen einfach total krank drauf? One main. Könnte natürlich Uprank Game sein. Das ist schon immer echt, finde ich persönlich, echt heftig, wie dann teilweise die Gegner wirklich so viel besser sind als von den Rängen. Das sind ein paar Ränge Unterschied unter Umständen und die drücken so viel besser. I think we lose this because they are smurfs, I think. Oh, das sind natürlich Smurfs, keine Ahnung. Extrem krasse Smurfs. Ja, nice aim. Okay. One B und Ult ein. Ich hab nicht verstanden, was er gesagt one hat. On, das ist halt auch mal so ein Problem. Guck mal, die switchen jetzt bestimmt wieder auf A. Garage. Und man natürlich... Oh, B, okay. Und natürlich... Die Calls schwierig versteht. Ja, einen Luckshot habe ich noch gemacht, aber... Ja, ich glaube sogar auch, dass gerade in dem Bereich, wo du jetzt gerade gesagt hast, dass da extrem viele Smurfer unterwegs sind. Ich habe auch schon gehört, dass es in höheren Rängen theoretisch dann teilweise leichter ist, dass die Leute dann wieder leichter spielen. Aber ja, im Gegenzug natürlich, also es ist jetzt nicht so, dass jetzt automatisch alles leichter wird, umso höher man wird. Sondern ja, die Smurfer werden halt weniger. Ich glaube auch, wie du sagst, im Goldnova-Bereich und so, da sind extrem viele Smurfer unterwegs. Ey, gibt's nicht. 94. Two yellow. One is squeaky.
Ist halt krass, ja, wenn man dann so runtergebuttert wird. Keine Ahnung. Scope Profil. Naja, Rang 22 ist er schon. Könnte also ein guter Spieler sein. Rang 5 wird vermutlich mal ein Smurf sein. Rang 14. Hm. Ist halt vielleicht das Uprank-Game, ja. Ist halt dann ärgerlich, wenn man so merkt, okay, es könnte das Uprank-Game sein. Guys, what is your ranks? Aber man verkackt trotzdem. AK, MG2. Doppel AK. Okay, also in meinem Team sind eigentlich auch ziemlich krasse Leute wohl. Okay. Push ich mal über Mitte. One is mid. Garage. Bomb down A, guys. Come A. Very, very good play. We don't win. Ja, ist halt wieder krass jetzt gerade. Step from B. Sink one is yellow. One A. Ich kann einen. Rotate when the bomb is sighted. Missteps. Bomb A. One A! Why are you saying it's all? Bomb B. No. I already said all's A, so... Because I see that's all. If you don't know it's all, where's the bomb? We rotate. Jo, läuft, würde ich sagen. Okay. Ja, ich weiß es nicht. Ah, die Drücke sind schon richtig krass. Ich bin mal auf die Ranks nachher gespannt, was sie sind. Cage ist ja ziemlich ausgeglichen. Deswegen, ja. Ist jetzt auch nicht so, dass da CT total, also die Map total T-sided ist. Jo, ich nehme den nachher gleich an. Orange, check me. Okay. Heavy. A flash, a smoke. Flash. One is yellow. One is main with orb. Ich hoffe, der hat den gerade gesehen, den auch. Noch eine Runde geholt, keine Ahnung, vielleicht kommen wir auch erst, vielleicht wird es auch erst besser, weiß nicht. Ich habe schon oft erlebt, dass die Gegner die ersten Runden extrem gedrückt haben. Und irgendwann ging es dann besser, weiß ich nicht, sei es von wegen, die überschätzen sich und spielen schlechter. Wahrscheinlich auch schon jeder mal mitbekommen.
oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir strengen uns mehr an, sind konzentrierter. Two yellow, one yellow. Still one yellow. It's called forklift, not yellow. Okay, sorry. We were talking about yellow on our team. Okay, hat mich jetzt gerade aufgeklärt. Ich habe das auch schon mal gehört. Ich wusste jetzt nicht sicher. Für mich war es immer Yellow auf Englisch. Deutsch hat mir Stapler gesagt, oder Gabelstapler. Und jetzt heißt es wohl Forklift, also Gabelstapler auf Englisch. Okay. Ja, das ist natürlich auch, finde ich immer gut, wenn jemand das dann sagt und erklärt, anstatt rumzuflamen und zu sagen, ey, keine Ahnung, dann ist es immer gut, wenn die Leute das erklären. 3 gegen 2. Same. Ja, ist auch gesagt, nice, hat noch einen Pick geholt. Vielleicht kriegt er noch einen ja, schade. Oh, okay. Schade. Ja. Glaube ich, er sagt jetzt, dass er ihn halt abgelenkt hat mit dem Sprechen. Ist auch echt manchmal so, wenn die Leute einfach mal vielleicht teilweise ruhig wären. Hey, Smoke. Man. Hey, it's a guys. Stop shooting. Scheiße, Drecks. One is forklift. One is cat. Ah, 3 gegen 4. Schwierig. Squeaky one. Throwing a grenade. Heaven as well, heaven. Na gut, das sieht doch noch gut aus. 3 gegen 1. Car. Jawohl, schön. Good job. Es ist halt immer, wie ich schon gesagt habe, ärgerlich so, keine Ahnung. Ich würde gerne mehr dazu beitragen. Jetzt gerade ist noch nicht so krass, was ich hier geleistet habe. Aber es ist ja schon auch immer so. Es kommt auch immer auf die Kills drauf an, was man macht. Rettet mal einen damit. Macht man einen entscheidenden Kill. Also es ist nicht immer der automatisch der Top-Fragger der Beste. Natürlich ist er der Beste. Und in dem Fall auch. Ist ja auch wichtig, die Frags zu holen. Das ist ja Sinn und Zweck des Spiels. Aber manchmal kann es auch Runden entscheidend sein, dann die Kills. Und keine Ahnung, also... Flash von B ist B. Von dem her, ja. Ist natürlich immer schon besser, oben mit dabei zu sein. Bomb down. Bomb down, one on side. Minus 34. Go B, go B, guys, go B. Alter, ja gut, okay, das ist schon krass. One is on side, one is T-Seite of Orb. Ja, da kommen also auch die Granaten und alles, kommen schon immer ziemlich on point. Entweder sind die halt extrem gut, spielen vielleicht auch gut zusammen und alles. Das sind echt entscheidende Sachen. Und natürlich muss man wissen, von wo die Leute kommen können. Bisschen das Knowledge haben und alles. Und das Aim natürlich, dann passt es. Dreizehn,
14. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch eine Echo machen und dann in der letzten Runde kaufen können. In der Hoffnung. In der Hoffnung noch wenigstens ein oder zwei Runden zu holen. Vielleicht klappt es ja dann auch auf T-Seite besser. One is... Steps on me. Smoke on me. Mal die rotaten. Maybe they rotate. No, no one man, no one man. I'm going to be. Yeah. Me three guys. Vent. Yeah. Ah, yeah. Mit fast. Sind jetzt Vent schon durch? Spawn down. Nice, nice. Man. Nice. Norman. Yeah, easy win. I see doing the farmers. Buy the fist kits, guys. No money. Deploying decoy. Throwing smoke. Laying down smoke. It's big, guys, it's big. Oh fuck. Sorry, man. Deploying flashbang. Yeah, man. Throwing maybe we're bang. Coming. I think we rotate. We come out. Or not. Teaming. Or stay here, yeah. Flashbang. Go behind, go behind, we all, we two guys. Mmm. Come on. Squeaky last guy, I think. I mean, checkers, checkers. Now he has some sight. Oh. Listen. Die Runde wäre noch gut. Wichtig. Nicht so ganz krass abgeschlachtet werden. 1 gegen 1. Oh, nice. Good job. 14. Ah, jetzt kommt sogar erst die letzte Runde. Ist. Ne, doch, war die 15. Oder? Good half. Ja, war gut, wir haben noch ein paar Runden geholt. Ich hoffe mal, vielleicht läuft es auf T-Seite ein bisschen besser. Schauen wir mal. Okay. Mit Rush A. Let's do this. Mit Rush. Did we win the round or not? How it's gone. Let's go, my brother. Did we win? Okay, dann gehen wir noch nicht über die Mitte. Hat der Mary gesagt? Eigentlich hat er Mitte gesagt, oder? Mit. Lit. 14 HP left mid. Coming. Damn it. Ooh. Defusing one. Defusing, defusing. Nice. Nice, play for time now, play for time.
Nice. Oh, nice. Good job. Nice booking. Ja, die Runde war gut, war sehr gut. Alright, so we can buy SMGs now or are we gonna eat go again? Diesmal kaufe ich mir eine Bison. Well, let's go A again. I'll smoke out of me. So, jetzt komm ich mal auf. Nice, good job. Okay, das sind jetzt halt auch die Echos, also wenn es jetzt... Moin Yannick, schön, dass du da gefunden hast. Das sind jetzt die Echos von dem her. Next round, by okay. Next round, we upgrade. Okay, go be guys. Alright, I'm gonna flash. Okay. Hello. It's me, Kula. Okay. Yeah, one of the guys left. Yes, one of the guys left. Nice. The guys left though. Oh my god. No surrender. I think we're not surrender because... Okay, yeah. can we... True. Hello. Someone beat me mid. Beat me mid. Leg one mid. Nice. One is pushing from mid. Coming T garage. Actually got him. Fuck. Oh, das war gerade behindert. Shit, one is gone. Fuck. Da muss ich die Granate da raushauen. Ich wollte reinflashen, aber der hat gepusht, man. Mit so einem Scheiß muss ich rechnen. Sorry, muss ich sagen. Das war jetzt richtig ärgerlich. Nice, you got this. Come on, got a light too high. Go be my... He was last seen on car. Well, he went to CT, I think so. Have your pistol out. Hätte ich auch haben müssen. Nein, ich spiel mit der Granate rum. Spannendes Spiel auf jeden Fall. Don't face. Funny. Shitty. Nice. Good job. Nice. Okay, jetzt nur konzentriert bleiben. Richtig spielen.
Oh man. Maybe hey now. What? Yeah, yeah. I look for getting frag, nein, B. Alter. Sag mir noch antworten. One is T-Garage. Going to be. Car. He very low. Very low. Main. Go B. He knows I'm going now. Ah, auf jeden Fall richtig spannend gerade. Ach, schade. Oh mein Gott. Klar finde ich beide bei ziemlich cool mit den Aufklebern drauf. Redline ist generell eine ziemlich nice AK. Gefällt mir extrem gut. Schade. Ja, egal. 10-10. Nach dem Start wären Ausgleich oder irgendwas schon auf jeden Fall richtig geil. Wenn es gewinnen wäre awesome. Unicorn. Gesagt B. Und über Mitte wäre. Bisschen weird, was die hier machen. I destroyed the vent. I check the phone from. Oh, Jesus Maria. Ist halt ärgerlich, wenn man so ein spannendes Spiel hat und man selber reißt einfach nichts. Ultra ärgerlich. Man ist ja okay, ich tue einen gewissen Teil schon mit beitragen. Aber die haben halt auch einen Bot, Mann. Das ist halt auch krass, ey. Ohne Bot wäre es auf jeden Fall nochmal krasser geworden. Ich verstehe nicht, warum die jetzt aufgeben können. Beim 10 zu 11 würde ich niemals aufgeben. Ich würde generell, eigentlich mag ich es nicht aufzugeben, aber... Ich meine, manchmal kann ich es verstehen. Was hat er gesagt? Ich sehe es noch kommen, wir nehmen es jetzt auf die leichte Schippe und... Check up. Komm hier mal mit alle. Nice. Good job. Ja, aber ich glaube, die hatten auch gerade eine Echo. Yes, I got an ace. Joking, I didn't. I'm gonna turn on my wall hacks. Okay, that's 5 at CT spawn. Oh, you freaking cheater. I know, man. Oh, nee, oder? Ja! Fuck! War Uprank, ich wusste es. Ich, Alter, was? Silber Elite. Verarsch mich nicht. Oh my God. What the fuck? Oh my Good game. God.
MT2! Yay! Oh Gott, war aber krass, man, war echt krass, war... Ich weiß nicht.